Letztes Auswärtsspiel für die Würzburger Kickers in diesem Jahr. Und in dem geht es auf Deutschlands höchsten Fußballberg. Beim Bundesliga-Gründungsmitglied 1. FC Kaiserslautern wartet auf die Kickers im Fritz-Walter-Stadion zweifelsohne eine besondere Atmosphäre. Ja, schönes Highlight. Geiles Stadion. Betze, ja, hat schon sehr viele Schlachten auch, da wurden da dran geschlagen. Und gute Atmosphäre auf jeden Fall. Ich hoffe, dass auch dass ein paar Zuschauer kommen, und das werden wir dann auch genießen und werden dann auch alles wieder reinhauen. Und ja, diese Spiele liegen uns dann auch. Die Kickers reisen mit breiter Brust an den Betze. Schließlich gab es am letzten Wochenende gegen Jena vor heimischer Kulisse einen am Ende deutlichen 5:2 Sieg. Es war wichtig, dass man aus dem Negativlauf von den oder Ergebniskrise, dass wir da rausgekommen sind. Mit so einem Sieg ist die Brust ein bisschen breiter auf jeden Fall, darf sie auch sein. Und ja, man sieht es ja auch mit den Toren, wie dann das ein oder andere auch lockerer gegangen ist. Schon im letzten Auswärtsspiel hatten die Männer von Cheftrainer Michael Schiele ihre Niederlagenserie gestoppt und mit dem 0:0 gepunktet. Und weil die Kickers so etwas wie Serientäter sind, müsste doch eigentlich aus Kaiserslautern auch wieder Zählbares mitgenommen werden. Man sieht auch ein bisschen so, dass es gleich ist wie in der letzten Saison. Haben wir auch nicht so gut angefangen, haben eine super Serie gehabt, dann lief es wieder nicht so gut und dann kam wieder die Serie. Und ich hoffe, dass es in dieser Saison auch so wieder ist, dass wir jetzt auch 6-7 Spiele auf jeden Fall am Stück nicht verlieren, die Punkte holen, das ist noch bis zur Halbserie, und wir haben uns ein Ziel gesetzt, das wollen wir auch erreichen. Und ich denke mal, wenn wir jetzt so weiter trainieren, wie wir es in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen gemacht haben, werden wir auf jeden Fall am Wochenende erfolgreich sein. Hinter den Roten Teufeln, bei denen mit Torhüter Wolfgang Hesel auch ein ehemaliger Kickers-Spieler unter Vertrag steht, liegen turbulente Wochen. Trainer Michael Fronzek musste nach dem 0:5 am letzten Wochenende in Unterhaching seinen Hut nehmen. Am Donnerstag wurde Sascha Hildmann, bis vor wenigen Wochen noch Übungsleiter in Groß Asbach, als sein Nachfolger vorgestellt. So oder so, unterschätzen werden die Kickers den vierfachen deutschen Meister keinesfalls. Schließlich trennt beide Mannschaften in der Tabelle aktuell nur ein einziger Punkt. Wir haben einen Punkt Differenz. Wir wollen sie auf jeden Fall auf Distanz oder den Punkt auch dazwischen lassen. Und das ist unser Ziel zunächst mal. Klar, die Ambitionen haben sie größere. Die wollen oder müssen fast auch gegen uns gewinnen. Und von dem her können wir nicht viel verlieren. In Liga 3 ist es übrigens das erste Duell zwischen beiden Teams. Vor zwei Spielzeiten standen sie sich aber schon zweimal gegenüber, damals noch in der zweiten Bundesliga. In Würzburg gab es im ersten Zweitliga-Heimspiel nach fast 40 Jahren damals ein 1:1. Am Betze siegten die Roten Teufel knapp mit 1:0. In Lautern wollen aber nicht nur die Offensivakteure in Reihen der Kickers erneut auf sich aufmerksam machen. Wie schon beim letzten Auswärtsspiel bei Fortuna Köln soll hinten auch wieder die Null stehen. Unterm Strich fängt es vorne an bei den Stürmern, die verteidigen auch mit, die machen die Räume zu, und wir haben es super gemacht, auch im letzten Spiel. Natürlich haben wir auch zwei Gegentore bekommen, müssen uns auch hinterfragen, wie die entstanden sind, aber vorne haben wir halt genügend Tore gemacht, es hätten auch auf jeden Fall höher ausgehen können, aber vielleicht haben wir uns die jetzt fürs Wochenende noch aufgehoben. Offen ist noch, wie die Startelf von Michael Schiele aussehen wird. Dave Gnase wird in jedem Fall wegen seiner fünften gelben Karte fehlen, sonst aber kann der Würzburger Cheftrainer fast aus den Vollen schöpfen. Göbel hat einen Schlag bekommen, hat aber voll trainiert, also keine Einschränkungen. Kanitia ist noch nicht fit, Elva. Und ja, Kai Wagner müssen wir schauen. Er wird jetzt das erste Training wieder machen, seit ein paar Tagen auch. Und sonst kann es zwei, drei Umstellungen geben. Mit welchem Personal auch immer. Die Kickers wollen im letzten Auswärtsspiel des Jahres Deutschlands höchsten Fußballgipfel erklimmen und den Fans mit einem Erfolg bei den Roten Teufeln ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk machen.